Lange Zeit sehen wir Schauspielerin Simone Tomalla immer wieder alleine auf dem roten Teppich. Doch das hat im Herbst 2022 ein Ende. Die 57-Jährige ist wieder vergeben, der glückliche DJ Nicolino Ermano aus Italien. Bereits auf der Tribute to Bambi Gala in Berlin zeigen sich die beiden eng umschlungen. Kurzerhand wird sogar hinter den Turntables zusammen gefeiert. Und dass die Mutter von Sophia Tomalla ihr Glück mit der ganzen Welt gerne teilt, beweisen auch diese neuen Aufnahmen. Gemeinsam mit ihrem Partner ist Simone zu Gast bei der 100 Jahre Renaissance Theater Gala in Berlin und dort wird ordentlich geschmust. Sie schmiegt ihren Kopf an seinen, er hält sie fest im Arm. Auch outfittechnisch sind die beiden heute ein Powerpaar. Beide entscheiden sich für lässig elegante Looks in Schwarz. Ein gelungener Auftritt der beiden Turteltauben, die verliebter nicht sein könnten.